Geht. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Guter Pass. Da kommt der Steilpass. Mbappé. Neymar. Und er trifft. Also das darf nicht passieren. Sie geben die Führung gleich wieder her. Und der Ausgleich. Wahnsinn, das war die richtige Antwort. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Also zumindest auf dem Papier nehmen sich die Teams heute nichts, Buschi. Ungewohnt für Paris Saint-Germain, hier auf einen gleichwertigen Gegner zu treffen. Also das kann doch eine klasse Partie werden. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Khedira. Macht er gut. Dybala. Hier nochmal der Treffer von eben. Kurz ausgeführt. Da ist die Flanke. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Schöne Vorarbeit, aber der Abschluss war gar nichts. Nun Thiago Silva. Nun Ferrati. Ferrati, klasse Aktion. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Ball im Aus, Einwurf Paris. Jetzt Meunier. Ronaldo am Ball. Gute Aktion. Könnte gefährlich werden. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Icardi. Und jetzt Ferrati. Ferrati, klasse Aktion. Das sieht vielversprechend. Riesenchance Mbappé. Mit dem Ball hat er gar keinen. Neymar mit der Ecke. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Erstmal raus, aber das könnte gleich wieder Gefahr bringen. Das könnte die Chance werden. Und das ist der Ballverlust. Idrissa Gueye. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Jetzt Khedira. Cuadrado jetzt am Ball. Da haben sie jetzt Platz. Gute Pässe jetzt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Mauro Icardi. Flanke soll zu Icardi. Entschlossen geklärt. Weg ist der Ball. Icardi. Der Pass von Icardi. Da kommt der Steilpass. Gehalten von Jesse. Weiter gefährlich. Der Fußball ist ja durchaus nicht ohne Kritiker. Stichwort Ticketpreise, Stichwort Kommerzialisierung. Aber das Herz des Fußballs, es schlägt stärker denn je. Und der beste Beweis, Wolf, ist diese Stimmung hier. Hört ihr das mal an, was die Fans veranstalten? Der Fußball ist heute wichtiger denn je. Da kommt der Pass. Blaise Matuidi. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Dybala fordert den Ball. Ronaldo. Jetzt hat er den Ball. Jetzt der Ballverlust.
Hartes Einsteigen, das riecht nach Platzverweis. Rot für Bonucci. Also den kennen wir doch sonst als besonnenen, als fairen Spieler, aber... Den Platzverweis muss man geben. Bernat. Thiago Silva. Und nun Ferrati. Ferrati, klasse Aktion. Und das Tor ist frei. Und da ist der Treffer für Paris Saint-Germain. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr, also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Alter, macht es ihm aber auch wirklich leicht, und er sagt Dankeschön. PSG hier jetzt vorne, sieht gut aus. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Nun Matuidi. Auf Außen ist Platz. Ja, schwacher Ball hier. Der Pass von Icardi. Klasse gemacht! Icardi! Knapp daneben und da hätte der Torwart nicht viel ausrichten können. Der Ballverlust. Klasse Pass! Icardi! Mbappé! So, Pause hier, Buschi. Und ganz klar, dieser Platzverweis sorgt hier weiter für erhitzte Gemüter. Ja, ja, Wolf, aber es war eine richtige Entscheidung. Da musste er ihn vom Platz stellen und sie dürfen sich davon nicht ablenken lassen. Es ist noch nichts verloren. Der zweite Durchgang läuft. Anstoß von Paris Saint-Germain. Da gibt der Freistoß. Ja, die werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Weiter Gefahr nach Chessys Abwehr. Thiago Silva am Ball. Mbappé. Gute Aktion. Matuidi. Matthijs de Ligt. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Neymar. Aufs leere Tor. Und das Tor.
Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Sie stellen hinten ein bisschen um und wollen nun vermehrt die Abseitsfalle als Stilmittel einsetzen. Vielleicht wird es so für die Gastmannschaft ja schwieriger durchzukommen. Gueye. Meunier. Weg ist der Ball. Und nun Ramsey. Abgefangen, gut gemacht. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Dybala. Marquinhos jetzt. Di Maria. Ballverlust. Higuain. Higuain. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Neymar mit dem Zuspiel. Gegner hat ihn. Bernat. Und Neymar. Jetzt Ferrati. Jetzt Neymar am Ball. Ferratis Pass landet beim Gegenspieler. Dybala. Pass von Matuidi kommt nicht an. Mbappé. Bernat. Zurück auf... Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Kein Tor. Szczęsny ist der Sieger in diesem 1 gegen 1 Duell. Nun Ferrati. Di Maria. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Uwey ist zur Stelle. Di Maria gefährlich. Das Anspiel auf Neymar. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Freistoß, ja, das könnte jetzt was werden. Neymar führt aus. Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runterzuspielen. Was meint die Chance jetzt? Oi, ganz knappe Geschichte. Toller Freistoß, alles richtig gemacht. Am Ende fehlt das Glück. Gibt Einwurf, der Kopfball geht ins Seitenhaus. Pjanic. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Neymar, klasse gemacht. Mbappé. Neymar muss es machen. Und da haben wir es, das Tor. Jo, sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen, und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist.